Hallöchen und herzlich willkommen zu Runaway Express Mystery. Ich hatte sehr, sehr Lust auf ein Wimmelbildspiel, weil ich tatsächlich selbst noch nie eins gespielt habe, immer nur angeschaut. Und ich mir dachte, dass es auch mal Zeit wird, dass ich ein wenig an Rätseln verzweifle. Hallo, Amanda. Nein, wir heißen nicht Amanda. Spieler wechseln. Einen neuen machen. Juhu. Perfekt. Gut, dann fangen wir mal an und schauen, was... Oh. Oh, sie folgt der Maus. Was hier Amanda mit ihren Kindern... Also ich gehe mal davon aus, dass es Amanda ist. Mit ihren Kindern hier so erlebt hat. Oh, okay. Normal. Hinweis und Überspringtasten werden schnell aufgeladen. Aktive Bereiche funkeln häufig. Wimmelbild 10 funkeln. Wahlloses Klicken im Wimmelbild 10 wird nicht bestraft. Normaler Geschwindigkeit wird milde bestraft. Okay, wir machen auf normal. Ich habe noch nie ein Wimmelbild gespielt. Looking back, I can see it wasn't a coincidence. It was a beautiful Sunday, and my son Jimmy loved trains so much. We had to see the exhibition. Old locomotives, light rail vehicles, coal wagons, the kids were so excited. You know how it is when you're young. I can see it now, the pride of the exhibition, the Runaway Express. Upon seeing it, I expected to be inspired by the exotic mysticism of far-off lands, but for some reason, I was afraid. But you know kids, they have to see and touch everything, and the old train was something they couldn't resist. Kids, where are you? Jimmy? Peggy? Mommy? Mommy? Kids, what are you doing? Come back! Oh my god, the train is moving! Stop the train! Stop the train! Oh mein Gott, der Albtraum jeder Mutter, würde ich mal sagen. Brauchst du interaktive Hilfe? Ja. Klicke auf den markierten Bereich, um ihn genau zu... Okay, gut. Soweit bin ich schon. Was ist das? Okay. Was haben wir jetzt? Eine Säge? Eine Säge. Train Crash, Ferryman Company, 6 Lives Lost. Okay, es gab ein Zugunglück und 6 sind dabei gestorben. Und die Zeitung nehmen wir auch mit? Ich sah mir so viel. Okay, mehr können wir nicht mitnehmen. Gut, Oh no, it's locked! Hey, can anyone hear me? Is anyone there? Please open the door. My children are inside. Knocking is no good. No one can hear me. I need to find a different way in. Okay, Schraubenzieher? Wenn ich das tue, könnte das vom Deck fallen. Ich muss erst etwas auf dem Boden liegen, um ihn aufzufangen. Moment. Was? Okay. Ich hoffe, das war... Ach so, der Schlüssel ist da drin. Jetzt hat... Ah, jetzt vorsichtig. Jetzt ziehen wir das hier unten raus. Und haben den Schlüssel. Das ist sehr skurril. Umdrehen, Tür aufmachen. Okay, was haben wir hier eigentlich noch? Ich muss in das Zugabteil, doch die Tür ist verschlossen und niemand kann mich hören. Ich kann sehen, dass der Schlüssel von der anderen Seite steckt. Vielleicht kann ich ihn rausschieben. Gut, haben wir ja schon gemacht. Aufgabe abgeschlossen. Okay, wir müssen einen Schaffner suchen. Ich bin noch ein wenig überfordert. Hi. Oh my, what was that? Oh mein, ein Geist? Endlich bin ich im Postwaggon. Ich erinnere mich nur noch an einen unheimlichen Mann mit einer Maske. Dann wurde ich ohnmächtig. Ich glaube, er hat meine Kinder. Okay. Warum ist sie jetzt ohnmächtig davon geworden? Also, verständlich, dass es erschreckend ist, aber so schnell.
Ein alter Tresor, ich frag mich, was drin ist. Beim Tresor fehlt ein Schließmechanismus. Das Kugellager fehlt. Okay. Wo ist mir das andere erst? Oh mein Gott. So ein Pech, so viele kaputte Spielsachen. Schraubschlüssel. Ach ja. Es geht jetzt nicht. Der Modellzug ist noch nicht vollständig. Es fehlen ein paar Teile. Okay. Eine Harpune? Es fehlt die Angelschnur. Was? Eine Schere? Die Schere ist auch kaputt. Warum sind die alle kaputt? Es ist zu dunkel da drin. Es geht nicht. Ich muss erst die Lampendeckung entfernen. Warum? Kann ich meinen Schraubenzieher. Ah, okay. Schraube. Glühbirne fehlt. Ah, da unten ist die Glühbirne. Die Glühbirne tun wir hier rein. Dann nehmen wir das hier, das Stromkabel, und schließen es an. Und tada, wir sehen, was hier abgeht. Wir holen mir den raus mit einem Hammer. Genau. Aber wo ist hier der. Ah, hier. Das ist überfordernd und aus irgendeinem Grund will ich das schnell machen. Weil ich innerlich so schnell wie möglich zu den Kindern kommen will. Aber ich weiß, dass es wahrscheinlich noch ewig lang dauern wird, bis wir die überhaupt finden werden. Gut, Schere repariert. Was wir auch immer mit der Schere machen müssen. Wir haben einen Garn. Können wir das Garn zerschneiden? Nein? Okay. Die Schnur ist jetzt dran. Such mir einen Haken. Da ist der Haken. Die können wir immer noch nicht benutzen. Warum liegen hier nicht so viele Äpfel rum? So, den Haken kommt hier dran. Dann können wir die mitnehmen. Und mit der fischen wir das hier raus. Nein? Okay. Die Tür ist verschlossen. War das jetzt wirklich der Schlüssel? Okay, das Rad kommt hier dran. Dann versuchen wir mit der Angel das hier rauszuholen. Was brauchen wir überhaupt das Spielzeug? Ich verstehe es nicht. Es fehlen noch ein paar Teile. Ah. Klar, was. Was ist das? Ein Monokel. Ah. Und tada. Eine schöne Lokomotive. Jimmy würde das gefallen. Gut. Jetzt haben wir für unseren Sohn zwischendrin mal einen Zug gemacht, gebaut. Clever. Diese schwarze Plastikkugel dient als Kohleersatz. Jetzt haben wir Plastikkugeln. Können wir die vielleicht mit dem Schloss? Ja. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Doch, das wird schon funktionieren. Dann ein Tresor. Ich brauche den Code für den Tresor. Okay, da haben wir geschaut. Da noch nicht. You can escape now. Du kannst nicht fliehen. Sie klemmt. Ich muss die Tür aufbrechen. Das ist eine Tür. Okay, was sagt denn das Buch? Nichts mehr, okay. Der gruselige Mann hat unsere. Es ist zu dunkel, um hier was zu sehen. Der gruselige Mann hat unsere Kinder gestohlen. Zuerst muss ich den Strom abstellen. Und er ist aber irgendwie nicht real. Die Glühbirne ist durchgebrannt. Ja, das haben wir schon gemerkt. Können wir hier noch machen? Ich will noch keinen Tipp benutzen. Vielleicht ist hier draußen ja noch irgendwas. Nein. Such den Schaffner. Okay. Da hinten können wir nicht lang, weil da zu dunkel ist. Da glänzt das so schön. Aber wir brauchen einen Code. Hmm.
ist die Säge jetzt hin? Oh Gott, ich habe die Säge weggeschmissen. Oh mein Gott. Wo ist die Säge hin? Scheiße. Ach, hier können wir auch noch was machen. Es klemmt. Und hier unten. Und hier mein Haltegriff. So, können wir noch irgendwas machen? Sieht nicht so aus. Vielleicht können wir jetzt mit dem Haltegriff das aufbrechen, genau. Komplett logisch, ne? Und zu mir ein Hammer. Ein Hammer? Einfach zu brechen. Auf dem Fenster steht etwas, aber ich kann es nicht lesen. Vielleicht, wenn ich es anhauche. Nochmal. 731. Jemand schrieb die Zahl 731 auf das Fenster des Postwaggons. Was hätte das bedeuten? Eventuell die Kombination. Oh, ich find's gut, dass wir das nicht selbst machen müssen. Et voilà. Nur ein paar alte Dokumente und eine Glühbirne. Strom aus. Und Glühbirne rein. Gut. Und wir sehen mehr. 731 war die Kombination für den Tresor des Postwaggons. Ich konnte ihn öffnen, doch bis auf ein paar alte Dokumente und eine Glühbirne war es leer. Ach, was soll's. Wenigstens kann ich die Lampe reparieren. Genau, damit sind wir schon ein Stückchen näher. Der Knopf funktioniert nicht. Gut, dann machen wir das mal ab. Oh je. Okay, So. Moment. Perfekt. Oh Gott. Es war reines Raten. Komplett reines Raten. Oh no, müssen wir halt springen. Es gibt keinen Weg nach draußen. Die Tür sieht robust aus und hat kein Schloss. Gut. Eine Handvoll Briefe, die doch so alt sein müssen wie der Zug. Es geht bestimmt in Ordnung, wenn ich sie mir ansehe. Sie sind versiegelt und ich brauche etwas Scharfes, um sie zu öffnen, wenn ich den Inhalt nicht beschädigen will. Was haben wir hier? Ein Brieföffner. Perfekt. So. Dann machen wir das hier auf. Nichts. Ich muss im nächsten nachsehen. Oh Gott. Und Geld. Altes Geld. Ich verstehe noch nicht ganz. Metallstangen versperren den Weg mit der Säge. Cutting the bars is a crazy idea, but it's the only way out. Das funktioniert doch gar nicht. Das kann doch nie im Leben funktionieren. Was ist denn das für eine Logik? Ich glaube, es hat keine Logik. Warte, ich will jetzt erstmal schauen, ob hier noch irgendwas ist. Nein. Okay. This is crazy. Can't believe I'm doing this. Ja, ich frage mich auch, wie du das überhaupt schaffst. Du wirst sterben. Du wirst bald sterben. Ich habe das Gefühl, dass mich jemand nicht leiden kann. Oh. Ach. Ach. Oh, mein. Das Fenster ist von innen verschlossen. So, rein. Und nochmal. Ach komm. Ja. What have you done with my children? Ich habe irgendwie gerade das Gefühl, dass sie sich den Typen einbildet. Hallo? Good afternoon, ma'am.
Lovely day, isn't it? May I see your ticket? Wir haben keins. Teile. I'm not a passenger. I'm looking for my children. Have you seen them? No, I'm afraid I haven't. But if you want to stay on the train, you must buy a ticket. Did you hear what I said? My children are lost. Ma'am, I'm sorry, but rules are rules. If you don't have a ticket, you can buy one from me. Das ist so typisch einfach. Oh mein Gott. Okay, kaufe eine Zugfahrkarte. Hier, bitteschön. Thank you very much, ma'am. Here's your ticket. Wow, danke. Runaway Express. Hey, what's wrong with that man over there? You mean Lord Parkinson? Nothing is wrong with him. He is a very rich and powerful man. Nothing's wrong with him? Look at him! Okay, fine. Then what's with the man in the creepy mask? Shh, not so loud. He's the engineer. He controls everything and everyone on this train. Well, he doesn't control me, and he has my kids. You tell him I want them back. I'm afraid I can't do that. Now, if you'll excuse me, I have to walk the train. I insist you take me to the engineer. If you want your children back, I suggest you speak to Lord Parkinson. Das ist lächerlich, halt wirklich. Warum soll ich mit diesem unheimlichen Lord irgendwas sprechen? Um Jimmy und Peggy zu finden. Oh Gott, jetzt schaut er uns an. Schauen wir erstmal unser Tagebuch. Oh ja, Das ist wie ein böser Traum. Der Schaffner hat mir gesagt, dass Lord Parkinson mir helfen kann, Jimmy und Peggy zu finden. Kann er diesen seltsamen, unhöflichen Mann meiden? Er sieht aus wie ein Geist. Halt wirklich. Oh ja, you'll die soon, haben wir auch nochmal. Du bist bald tot. Wer hat diese schreckliche Nachricht geschrieben? Und für wen war sie bestimmt? Wahrscheinlich für uns. Und wir fahren von Paris nach Istanbul. Auch interessant. Hello, my name is Amanda Waters. Du hast da ein bisschen was. I'm Lord Jonathan Parkinson. What do you want? Meine Kinder? Dich in ein Krankenhaus bringen? I'm looking for my children. A boy and a girl? They're somewhere on this train. Well, I haven't seen anyone, children or otherwise. Excuse me for asking, but are you okay? Of course. I'm on a business trip from Paris to Istanbul. Although, to be honest, I can't remember what I was doing or who I was supposed to meet. Well, you look as if you've hit your head. Perhaps you've lost your memory. Is there any way I can help you? I don't need any help. All I need is some peace and quiet. The conductor said this bizarre man is the key to finding my kids. I can't see how. Erster Halt, Paris. Oh, Paris. Das Verschwinden von Lord Parkinson, Fall 1. Klicke auf die Lupe, um die Beweistafel anzuzeigen. Auf der Beweistafel sammelt und analysierst du Hinweise. Die Hinweise, die du findest, sind zusammenhanglos. Du musst sie in die richtige Spalte einordnen. Sobald alle Hinweise an der richtigen Stelle sind, findest du heraus, was Lord Parkinson passiert ist. Okay, hier, das ist Lord Parkinson. Lord Parkinson war ein reicher und erfolgreicher Geschäftsmann aus London, bis er auf eine Reise nach Istanbul verschwand. Okay, gut, warum ist das so wichtig für uns? Ich meine, eigentlich will ich bloß zu meinen Kindern. Eine Teekeile voll mit kaltem Tee. Vielleicht kann ich sie später gebrauchen. Gut. Mommy! Oh Gott. Mommy! Jimmy! Peggy! Are you alright? Mommy! We're here! Please help us! Can you hear me? Where are you? What's going on here?
Mist, die Tür ist verschlossen. Ich brauche etwas, womit ich die Kette durchschneiden kann. Oh mein. Was ist das hier? Wie macht man das? So? Ich glaube, ich mache was Richtiges, aber ich bin mir nicht ganz hundertprozentig sicher. Zack, zack, zack. Was? Was? Oh, okay. Warum? Oh Mann. Wie habe ich denn das vorhin gemacht? Zack. 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 Nee. Oder ich glaube, ich muss vielleicht einfach wieder an derselben Punkt so rauskommen. An denselben Punkt wieder rauskommen. So. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Was war das gerade? Nee. Fuck. Doch! Nein! Oh Mann, kann es nicht vorbei sein? Ich kann sowas nicht. So. Nee, es war schon falsch. Oder? Ja, doch, war schon falsch. So. Oh Mann. Kann ich es irgendwo... Oh, ich kann es woanders auch hinlegen. Oh nee. Nee, das gefällt mir echt nicht. Hier hin. So, runter. Hoch, runter. Seite dahin. Hoch. Runter, Seite, runter. Hier hin. Dahin, dorthin. Hier hin, dorthin. Eins fehlt. Oh nee, es gefällt mir nicht. Aha, so. Mann. Setze das Medaillon an eine beliebige Stelle. Bewege es anschließend die vorher entlang der Rillen. Ja, leichter gesagt als getan, ne? So, so, do, 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 do. So, 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 hier lang, dort lang und oh mein Gott. Ha! Es ist offen. Gib mir alles. Die Passagierliste. Oh mein. Personal, Mr. Freeman, Schaffner und Schichtführer, und Archibald Mendes, der Träger. Und Passagiere, alle hier ganz leicht, Lord Parkinson wünscht jeden Morgen eine Tages- und eine Nachtfinanzzeitung. Zielort Budapest. Okay, man sieht hier die ganzen Leute, aber nur ganz leicht. Doch eine Seite fehlt, man kann... auf der darunterliegenden Seite ganz leicht den Druckschlag erkennen. Vielleicht kann man ihn sichtbar machen. Okay, also brauchen wir einen Stift. Von irgendwo. Ein Gasherd. Ich muss ihn irgendwie entzünden. Wofür? Okay. Okay, das ist der Gasherd. Zum Pariser Bahnhof. Oh. Neue Aufgabe. Schneide die Kette durch, die den Weg zu deinen Kindern versperrt.